Alarmiert wurden wir aus einer Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schlitz raus zu einem Verkehrsunfall, eingeklemmte Personen, Pkw über Leitplanke geschleudert und im Baum hängen geblieben. Vor Ort war es so, es waren zwei Damen, die allein da waren, jeweils in zwei Pkws, die den Notruf abgesetzt haben, konnten aber nicht nähere Angaben machen, ob noch Personen eingeklemmt waren, weil sie das durch die Witterungsverhältnisse nicht sehen konnten und die Abhang sehr steil war, sonst hätten sie sich selber in Gefahr gebracht. Wir haben die Einsatzstelle ausgeleuchtet, mit Wärmebildkamera rundherum geschaut, nähere Umgebung, ob noch Personen, die im Pkw sich befanden haben, irgendwo aufhalten. Das war nicht der Fall. Dann haben wir die Feuerwehr Süd nachalarmiert, um die nähere Umgebung nochmal abzufahren, die Straßen. Dann kam gerade eine Rückmeldung der Polizei, dass ein Zeuge gesagt hat, er hätte zwei Personen gesehen, die die Unfallstelle verlassen haben. Man muss jetzt erstmal schauen, bei so einem Verkehrsunfall, bei dem Geschehen, was man vorfindet, wie das Fahrzeug demoliert ist und die Abschürfung am Baum, muss da schon ein schweres Schleudertrauma vorliegen bei so einer Person. Und deshalb wird schon genau geschaut, deshalb die Nachalarmierung der Kräfte, ob nicht irgendwo vielleicht eine Person, die unter Schock stand, von der Unfallstelle weggegangen ist und bleibt nachher liegen.